Karnevalsplauderei bei Report K. Heute sind wir im Paradies, mitten in Ehrenfeld mit einer Band, Wunschland Paradies. Die Band heißt Eldorado und da passt das so ein bisschen mit dem Wunschland Paradies, wenn man nicht mal guckt nach dem Begriff. Habt ihr auch auf der Website stehen. Jetzt stellen wir euch aber erstmal vor, das kriege ich jetzt nicht vernünftig hin, das sage ich gleich so ganz, könnte das passieren. Andreas Kober am Bass, wunderbar. Alles gut. Es ist nicht Simon Kurtenbach. Simon Kurtenbach steht nämlich hier. Keyboard, Akkordeon, also eher so der Mann fürs melodiöse Tastenmensch. Ja. Jetzt wird es nämlich einfacher für mich. Manuel Sauer, Liedgesang sozusagen. Singen tut er, glaube ich, alle auch. Und jetzt muss ich noch den letzten haben, nämlich Michael Brettner. Gitarre, auch Gitarre. Aber hier mit Strom. Aber, also Stromgitarre sozusagen. Wunderbar. Eldorado, weil wir das gerade schon hatten, Wunschland, Paradies, ihr habt auch so eine Anwandlung sozusagen auf eurer Homepage stehen, Website stehen. Wie kommt es zum Namen Eldorado? Ja, Eldorado ist laut Definition halt das Gebiet, das einem optimale Voraussetzungen für seine Lieblingsbeschäftigung bietet oder für seine Leidenschaft. Und unsere Leidenschaft ist ganz klar Musik machen. In unserer Sprache Kölsch, gut, Andi jetzt nicht, ne, der kommt aus Österreich, aber in unserer Sprache Kölsch Musik zu machen. Und Köln ist für uns unser Eldorado und deswegen der Name. Wunderbar, ihr habt auch Kölsch, Eldorado, ehrlich. Was ist ehrlich für euch? Ehrlich ist eigentlich das, was er sagte, in unserer Sprache für die Menschen unsere eigenen Songs, unsere Geschichten erzählen. Nicht zwangsweise Dinge auf dem Reißbrett erfinden und gucken, dass es möglichst allen gefällt, sondern Dinge singen, die uns berühren, von denen wir dann auch glauben, dass sie andere Menschen berühren. Deswegen ehrliche Musik. Jetzt weiß Köln seit dem 18. Oktober, dass es einen neuen Soundtrack für die Stadt, nämlich von Eldorado gibt. Auch das ist ja so ein bisschen so ein Markenzeichen, das ihr aufbauen wollt. Wie kam es dazu, dass es Eldorado gibt? Da gibt es eine Geschichte dazu, da gibt es auch eine Vorband, da gibt es andere Bands, glaube ich, auch schon vorher. Wie kam es zu Eldorado? Also wir haben zusammen schon in einer Konstellation gespielt. Also Bretti hat zum Beispiel mit dem Alex zusammen bei Mickey Krause zusammen gespielt. Ne? Also da haben die schon zusammen gespielt. Wir haben bei einem anderen Mickey zusammen gespielt. Und ist ja kein Geheimnis. Haben wir viele Jahre sind wir dafür tätig gewesen. Haben uns da kennen und sehr schätzen gelernt. Micky Brühl, Micky Krause. Ja, Micky Krause muss ich natürlich jetzt schon mal fragen. Also auch immer in Mallorca gewesen oder wie muss ich mir das vorstellen? Mallorca, Gott sei Dank, musikalisch zumindest noch nie, sondern immer nur, um meine ehemaligen oder damaligen Chefs halt zu bestaunen, wenn sie dort ihr Programm dargeboten haben. Ansonsten war ich mit Micky Krause mit Liveband unterwegs, habe mit Micky auch eine DVD hier in Köln im Luxor aufgenommen. Und ja, aber das ist alles auch schon wieder ein paar Jährchen her und jetzt konzentriere ich mich aufs Musikmachen. Da musste ich nur gut aussehen. Okay. Mit der Stromgitarre. Ihr findet kein Ende mit der Musik machen, ja. Um mal so eine ganz coole Überleitung zu eurem Song zu bringen. Ich kann schnell die Geschichte zu Ende erzählen, ja. Wenn du magst. Wie es zur Gründung kam. Ja, natürlich. Also effektiv, wie gesagt, viele Jahre zusammen Musik gemacht, uns dann dazu entschlossen, gemeinsam die Tätigkeit für die Micky Brühl Band einzustellen. Und dann haben wir lange nicht mehr Musik miteinander gemacht, bis auf einmal seine Partnerin Andrea Schönenborn, Sängerin und Frontfrau, kann man sagen, der Funky Marys, für das 15-jährige Jubiläum der Funkies eine Band suchte, die die Gäste und natürlich auch die Mädels selber begleiten sollte. Und wenn deine Partnerin dich fragt, ey, ich brauche da Musiker, habe ich natürlich da Jungs, die das können und die ich mag natürlich. Auf die habe ich dann zurückgegriffen und habe gesagt, Jungs, sollen wir nicht nochmal Musik machen zusammen? Die Jungs haben auf jeden Fall direkt gesagt, klar, lass uns das machen. Und dann haben wir irgendwie, ist da was Magisches passiert auf der Bühne, dass wir uns wirklich mit strahlenden Augen angeschaut haben und gedacht haben, irgendwie, wir müssen weiter zusammen irgendwie arbeiten. Lasst uns da nochmal einen Kaffee trinken und mal drüber reden. Effektiv war das nicht mehr miteinander Musik machen, dann halt auch keine Option und so. Ist Eldorado letztlich entstanden? Musste entstehen. Woher kamst du nochmal? Das muss ich jetzt nochmal so reinhaken, so zwischen reinhaken. Südlich von Köln ein bisschen, leider so 1000 Kilometer entfernt, Graz, Steiermark, Österreich tatsächlich. Das ist ja ein Ding.
Kölsche Kollegen. Aber jetzt schon wie viele Jahre in Köln? Mittlerweile 7 Jahre tatsächlich. Möchtest du die Moderation übernehmen? Nein, war nur eine Frage. War eine Frage aus persönlichem Interesse. Ja, und Köln natürlich lieben gelernt. Einfach wahnsinnig coole Leute hier. Unter anderem diese Jungs hier. Und macht tierisch viel Spaß in der Stadt. Absolut. Ihr seid ihr ja schon ganz gut vernetzt. Ein magischer Moment. Wir kommen gleich nochmal zu den Songs, die ihr macht, zurück. Ich muss jetzt da nochmal drauf einsteigen. So ein bisschen magischen Start oder Traumstart habt ihr ja hingelegt. Also Lanxess Arena sozusagen. einen Monat sozusagen nach öffentlicher Bekanntgabe, dass es Eldorado gibt. Hofner hat gesagt, was hat er nochmal gesagt? Ich kann mal gucken, damit ich es richtig zitiere. An dieser Band führt kein Weg vorbei. Oder wie kam das? Also seid ihr so wirklich so gut vernetzt, auch dass ihr dann da immer gleich einen Zugang findet, weil das ja nicht ganz so einfach ist manchmal? Also wir sind, wir können ganz offen darüber reden, wie wir das geschafft haben, da unseren ersten Auftritt spielen zu dürfen. Wir sind hingefahren, haben gesagt, hallo, liebes Bauer-Hofner-Team, das sind wir. Wir haben uns ja schon mal gesehen, wir haben ein paar Songs mitgebracht, unsere Instrumente mitgenommen und haben angefangen zu spielen. Und das war anscheinend so begeisternd, dass das echt geklappt hat. Unfassbar. Also, wenn ich mir die Bilder anschaue aus der Arena, dann realisiere ich erst, was da passiert ist. Also, ich habe keinerlei Erinnerung mehr daran, was da wirklich passiert ist. Nur so, echt jetzt? Unfassbar. Ja, weil normalerweise, ne, ist das so, dass, also wenn man so mit Bands, ihr werdet ja auch als Newcomer genannt, obwohl ihr ja gar nicht so Newcomer-mäßig seid, weil er eben schon so lange Musik auch macht zusammen, dann ist es immer so das Ziel, dass sie alle sagen, ist so, oh, Lanxess Arena. Und ihr seid eine Band, die in der Lanxess Arena beginnt. Heumarkt wart ihr auch. Wir sagen immer, dass wir sehr viel Luft nach unten gelassen haben. Das ist cool. Ja, das trifft es auch sehr gut. Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich. Geht nur noch bergab, ne? Ja. Kann man so sagen. Ja, oder permanent auf diesen Brettern, die in Köln, ja, die in Köln ja schon die Welt bedeuten. Also Heumarkt wart ja auch. 14.40 Uhr war euer Auftritt. Gut recherchiert. Sehr gut informiert. Ja, ich habe ein bisschen aufgepasst. Ab und zu muss ich auf den Zettel gucken. Manchmal kann ich mir Dinge merken, warum auch immer Uhrzeiten, keine Ahnung heute. Wie war es da so? Boah, wie war es da? Voll, kalt und ich verspürte eine mega Nervosität, wie ich sie sonst in meinem Leben noch nie verspürt hatte. Also wenn man sich da vorstellt oder kurz vorm auf die Bühne gehen, dann die Vorstellung hat, okay, hinter der Kamera sind jetzt gerade ungefähr genauso viel Zuschauer wie bei Report-K, also mehrere Millionen Leute, dann ist man höchst nervös. Ohne GEZ-Gebühr. So, dann schneiden wir raus. Nee, also da das ist schon unfassbar, wenn man da so auf die Bühne geht und dann vor allem noch runterkommt und dann denkt so, boah, wir sind wieder da. Und alles gut gelaufen. Und es ist alles gut gelaufen. Kein Stromausfall, kein gar nichts, alles hat funktioniert. Für die Stromgitarre. Ja, wobei ich muss dazu sagen, es gab tatsächlich auf dem Heumarkt einen kurzen Angstmoment und zwar mein Gitarren-Setup hat nicht funktioniert. Was? Und der erste Ton war mit, ich glaube, 5 Liter Angstschweiß verbunden. Aber unsere Technik-Crew von Rheinland Akustik hat sofort reagiert. Die waren in Sekunden, genau, Jungs, danke. Die waren in Sekundenschnelle parat und haben das ganze Ding nochmal neu gebootet. Und dann hatte ich quasi auch, ja, meinen Ton. Dankeschön sagen auch an den Bretti, dass der mir das nicht gesagt hat vorher. Weil sonst wäre ich wahrscheinlich im Erdboden versunken in dem Moment vor Aufregung. Jetzt seid ihr nicht nur auf den ganz großen Bühnen, sondern eure Fans sagen auch, schreibt schon Ohrwürmer. Jetzt nochmal zurück zur Musik sozusagen. 1, 2, 3, kein Ende. 1, 2 oder 3, Entschuldigung. Hätte ich doch mal auf den Zettel gucken sollen. 1, 2, da steht auch OD-Punkt, also oder 3, kein Ende. Und der andere Song ist An dich kütt keiner dran. Mein Kölsch ist so ähnlich süddeutsch wie... Wir haben da eine ähnliche München. Also ist etwas näher dran zwar, aber man muss auch über die A3 fahren. Also insofern ist das sind ja die beiden veröffentlichten Titel, glaube ich, auf der Single auch. Wer schreibt die, wer macht eure Musik? Ihr seid, glaube ich, auch dabei, weitere Titel zu machen und ihr seid auch in der Lage, 30 Minuten zu bespielen, habe ich schon im Vorfeld mal jetzt gehört. Viele Fragen auf einmal, aber sollen wir mit dem Stromgitarristen anfangen? Ja, wir sind natürlich schon dazu in der Lage, ein komplettes Set zu füllen.
A mit Songs, B mit Technik, was ja auch immer so eine Sache ist im Karneval. Und Simon und Manuel sind aufgrund ihrer Tonbauhütte natürlich unsere Masterminds. Das heißt, von Manuel kam schon sehr viel Material. Und dann haben wir uns auch zusammengehockt und haben einen Song zusammengeschrieben. Also 1, 2 oder 3 ist tatsächlich bei einer Session entstanden, wo wir alle zusammen die Köpfe quasi zusammengeschlagen haben und zusammengesteckt haben. Ja, und die Zukunft wird halt zeigen, dass, ja, ich denke mal, in dem Konglomerat noch einiges an Kölschen jetzt hoffentlich an den Start gebracht werden wird. Ansonsten kennen wir auch ein paar Leute, die für uns schreiben könnten. Micky Krause zum Beispiel. Ja, ja, er kann über Friseursalons schreiben. Darfst du auch schreiben, also kölsche Texte? Nee, ich bin nicht. Nee, ich bin oder nur steiermärkische Texte? Also bei den Texten bin ich tatsächlich nicht involviert, da halte ich mich gänzlich raus. Das wäre dialektmäßig, glaube ich, auch nicht so schön. Aber musikalisch versuche ich mich natürlich auch sehr einzubringen und die eine oder andere Idee beizusteuern und natürlich beim Arrangement sowieso. dann habt ihr noch einen guten Text da auch für Social Media, finde ich. Was ist das mit der Boygroup? Jetzt sprichst du unmittelbar mit dem Text da der meisten Sachen, die wir zwar dann immer im Studio nochmal durchsprechen, ob das dann wirklich cool ist oder auch nicht zu drüber im Zweifel. Ich mache meistens diese Social Media Texte bei Facebook zumindest. Ja, ja, genau. Mit der Boygroup, es war einfach nur, dass ich das Video von uns anguckte. Kann man natürlich gerne bei Facebook sich auch nochmal anschauen, wo wir bei unserem technischen Ausstatter geprobt haben und da nochmal kurz die mehrstimmigen Chöre ancheckten, um für die folgenden Auftritte sicherzugehen, dass jeder seine Stimme kennt, Herr Brettner. und als ich das dann hörte, dachte ich auch, Mann, ey, wären wir ein bisschen schlanker, ein bisschen hübscher und könnten tanzen, wären wir eigentlich auch eine gute Boyband. So reicht es dann doch nur für das, was wir jetzt tun. Aber, aber wir mögen, was wir machen. Insofern ist das kein Problem. Das ist eine super Idee jetzt. Da könnt ihr doch mal hier auch singen, glaube ich. Magst du mal dein Smartphone rausholen wegen des Tons? Kann ich gerne machen. Das ist ja nicht spontan. Das ist aber jetzt spontan. Da ist jetzt gleich so ein kleines Tasteninstrument. Ja, das müssen wir gleich mal das sehen. Genau. Irgendwann. In A. Jetzt habe ich natürlich mein Handy lautlos gemacht, damit das gut. Oma nicht anruft. Hallo Oma. Immer noch lautlos, oder? Ja, ist das denn nicht so. Die Technik-Crew ist nicht dabei, ne? Nur damit das klar wird. So, so einen Moment, ich hab's gleich. Alles gut, immer kein Stress. Ja, ich hab's ja auf lautlos gemacht, komplett. Nochmal einen Moment, ich hab's jetzt gleich. So, nicht stören ist aus. Es gibt ein zweites Keyboard. Das ist der Mann, der normalerweise nur 4 Saiten bedient. Eins, zwei, drei. Irgendwann bin ich wieder hier. Mich torret fort, doch das zählt jetzt nicht mehr. Irgendwann bin ich wieder da. In der Stadt, die immer mein Heimat war. Ja, in der Stadt, die immer mein Heimat war. Perfekt. Und da der Alex Vesper, der Schlagzeuger, nicht da ist, der normalerweise dann unser rotes Fass hätte bedienen müssen, gibt es leider nur einen Applaus von mir, aber immerhin mit dem Fass, den gibt es nicht immer, ja, sondern nur für die, die auch ordentlich singen können. Ich muss nochmal zum Texten zurückkommen. Bastelstunden macht ihr auch? Was macht ihr da so? So mit kleinen Scheren, so Weihnachtstierchen ausschnallen, Weihnachtssternchen und so? Ja. Alles, definitiv. Solange wir noch nicht so viel spielen, in der Adventszeit jetzt, müssen wir auch Nebenbeschäftigung suchen. Hat sich Basteln einfach hervorragend bewährt. Nein, im Ernst. Bastelstunde hieß bei diesem Posting einfach nur, wir saßen zusammen, haben die ganzen Worte und Melodien, die uns jeden Tag durch den Kopf gehen, versucht in Songs zu packen und basteln dann mit unzähligen Zeilen und Phrasen und Sprichwörtern und Metaphern oder was auch immer. Und ja, am Ende, wenn wir dann ganz viel geschnitten und geklebt haben, kommt bestenfalls ein schöner Song bei raus. Soundschnipsel, die dann in wunderbarer Form zusammen komponiert, so genau. den Soundtrack für die Stadt natürlich dann bilden. Letzte Frage, Lederjacke ist? Schön.
genau. Wir kommen auch gleich zum Werbeblock. Oh, Simon, du hast einen Kapuzenpulli an, das sieht man ja gar nicht. Ja, das ist so ein bisschen unser Markenzeichen. Ne? Also wir haben auch schon ganz viele Mails bekommen, ob wir das nicht als Merchandise irgendwie mal einführen könnten. Also es ist, wir können jetzt auch mal einen kleinen Werbeblock hier machen. Entschuldigung. Diese wunderschöne Jacke. Und wenn Sie in den nächsten 2 Minuten anrufen, bekommen Sie... Diesen jungen Mann auch dabei. Super. Du stehst nicht auf Lederjacken, du stehst nur auf Stromgitarren. Ne, ich stehe auf warm. Und meine Lederjacke liegt oder ist bei mir zu Hause wie in einem Schrein aufbewahrt. Das heißt, abends immer, wenn ich vorbeigehe, streichle ich immer noch einmal drüber das kleine Lämmchen, was dort quasi für mich sein Leben gelassen hat, damit ich diesen wunderschönen Schriftzug draufpatchen konnte. Also nicht Veganer. Freizeitveganer. Jackenveganer. Genau. Also, Jackenveganer. Steht's drin. damit man euch auch findet, neue Band seit Oktober. Jetzt kennen euch schon so viele über die Lanxess Arena, Heumarkt und so weiter und so fort. Fast alle, also ich könnte euch alle Kölner kennen, eigentlich schon. Wo findet man euch im Netz? Unsere Homepage heißt www.eldoradomusik.de. Unser Facebook-Account heißt Eldorado Musik findet man ebenfalls. Und auf Instagram auch Eldorado Musik. Das ist nämlich ganz wichtig, weil es gibt, glaube ich, auch eine spanische Hardrock-Band. Gab es? Ah, die gibt es gar nicht mehr. Ja, aber so, dann findet man euch auf jeden Fall. Nicht, dass man da auf einer spanischen Hardrock-Band oder so landet. Eldorado war bei uns bei Report K in der Karnevalsplauderei. Neue Band, kommt bei den Fans schon ganz toll an. Bei Bauerhofner, eine nicht ganz zu unterschätzende Größe in Köln auch an der Stelle. Herzlichen Dank fürs Dasein. Viel Spaß, viel Erfolg weiterhin und noch mehr Ohrwürmer. Und wir sind mal gespannt, wenn die 14 Titel dann alle rauskommen, auch auf der EP, LP, wie nennt man das heute? Album nennt man das heute? LP, Langspielplatte. Ja, das war ein bisschen so. Mit einem schweren L. Ja, genau, eine Langspielplatte. herzlichen Dank fürs Dasein. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Danke.